Wir haben heute Athletentreffen im Evo Gym. Paul Unterleitner ist hier. Puh, yeah. Schön. Hier, ich werde eine Runde trainieren und dann eine Runde posen und dann den Paul mal fragen, wo er persönlich meine Stärken und Schwächen sieht. Berry-Geschmack, einfach beste. Also wenn ihr bei evosportsfuel.de bestellen solltet, nutzt auf jeden Fall Code André und holt euch den Craft in Berry-Geschmack. Vertrau mir, Bruder. Schön. Indies sind. Und schieben. Komm. Ich vergeht auch immer noch. Der letzte wäre schön gewesen, weil ihr dann unterschiedlich als Sportler seid. Ja. Ich habe gut geholfen, er hat nicht so gut geholfen. Ich dachte, du hast mehr auf Hilfe. Siehst du? Ich hätte mehr, dass er den machen will. Nee, auch, du hast doch gesehen, der versagt. Dann musst du leicht helfen. Hilfst dir einfach nicht. Also zwei Regeln am Tag, mehr als zwei Regeln am Tag ist böse, Digga. Ja. Ist das so? Ja. Was kam da raus? Ja, ich will davon nicht mehr als zwei am Tag essen, weil kann ein bisschen auf die Verdauung schlagen, ja. Aber wie so ein anders. Zieh dir mal den Ärmel rein, Alter. Das ist einfach geisteskrank, Junge. Mein Ärmel ist schon eigentlich wild, ne? Aber er hat einfach doppelten Armumfang von mir. Komm! Fuck! So, danke erstmal an Paul, dass du dir die Zeit nimmst, dir den Kadaver mal anzuschauen. Schön. Gucken wir mal, was du sagst. Oder kannst du ja mal sagen, was du an mir besonders stark findest, wo du sagst, das sollte ich auf jeden Fall noch verbessern, vielleicht für die nächsten Jahre so. Ja. Und genau, ich zeig dir einfach mal, was ich kann und dann beurteilst du. Schön. Was willst du sehen? Starr mal mit dem Liner. Aber jetzt so auf den ersten Blick sehen deine Beine auf jeden Fall schon mal eigentlich fast wie die Stärke aus. Teile ist auf jeden Fall auch sehr schön. Also deine Ratio von Schulter zu Teile sieht super aus. An der Seite. Nice. Von hinten mal. Also ich würde sagen, die Beine sind echt Stärke. Von der Seite könnten sie ein bisschen mehr. Aber von hinten und vorne stark. Rücken könnte auch ein bisschen mehr Latt. Aber ich finde, für einen Frontliner fällt es gar nicht so auf. Ja. Biceps. Mach die mal nochmal. Mach mal ohne Vakuum zurück. Und dann versuch mal jetzt, ob du den Arm hier mehr dran lehnen kannst an den Körper. So, meinst du? Wenn du im Prinzip, nimm ihn mal weiter runter und dann versuch ihn mal, ob du ihn noch an den Körper ran drücken kannst, um ihn ein bisschen dicker zu machen, weißt du? Ja. Das Problem ist nur, jetzt ja, dass er dann so zu, ja. Weißt du, weil kein Lapp da, so nichts, ja. Wo man den andrückt. Aber ich finde, man sieht schon leicht einen Unterschied, ja. Als wenn du ihn so reindrehst. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, auf jeden Fall. Danke dir, guter Tipp, weil ich habe bisher immer nur darauf geachtet, dass der Bizeps brachial kommt. Ja, der kommt gut. Ja, aber hier ist so... Side-Chest? Side-Chest, ja, auch eine meiner Posen, die ich gerne mache. Hast du generell Push-Pump, also Brust-Schulter? Ja. Also Schulter sieht man auf jeden Fall, ist auch eine der Stärken. Ich würde sagen, Schulter und Beine sind top of one. Latt und Beinbeuger kann auch ein bisschen was. Aber ich glaube, Latt kann man auch nie genug haben. Und das ist auch tatsächlich so, wie ich selber meine Schwachstellen und Stärken sehe. So wie du es jetzt sagst, Latt und Beinbeuger seitlich vor allem. Ja. Bei mir ist auch das Problem, Arsch sitzt voll noch zu mit Fett. Wenn ich einen Doppelbizeps von hinten mache zum Beispiel, dann sieht man, dass der Arsch so frei. Ist bei mir aber auch ähnlich, weil mein Rücken ist auch immer extrem frei und mein Arsch dafür nicht. Und in dem Stadium wirkt dann der Beinbeuger noch schwächer, als er sowieso eigentlich ist, weil er sich noch nicht teilt, weißt du? Und darum, aber das ist auf jeden Fall so, also ich sehe es selber genauso, Latt und Beinbeuger. Und da arbeiten wir dran. Ich habe da auch schon richtig krass dran gearbeitet. Früher hatte ich gar kein Latt. Ja. Jetzt mittlerweile geht's. Ich habe jetzt auch, seit ich mache gar keinen Romanian Deadlift mehr, sondern nur noch Q-Tam Race. Ja. Und ich spür's da einfach crazy. Ja, also ja. Ich glaube, da habe ich auch gute Fortschritte gemacht. Ja, Längskontraktion. Aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen anders. Stell dich nochmal seitlich hin. Ich kann nicht, aber. Liegt eigentlich voll an. Ja, ich
ziehe den komplett drüber immer. Und dann gebe ich auch ein bisschen Druck in Glut, ja, dass sie halt so ein bisschen die Glutstreifen dann kommen, wenn sie dann mal irgendwann da sind. Und darum, was halt fehlt, ist halt... Genau. Hier hast du auch wirklich das ganze Fett hängen halt noch, ja, ne? Darum so, das ist halt... Wenn der dann frei ist, dann fällt das nicht mehr so krass auf, dass der Defizit ist, ja, eigentlich. Ja. Ich, ja, denke, mit geilem Posing, so wie du es schon jetzt gemacht, ja, hast und noch... Ach komm, ich müsste ja noch meine Twisted Back Double Biceps, ja, zeigen hier einmal. Ich komme immer von der Mantis. Ja. Komm stabil. Ist halt auch eine meiner Lieblingsposen. Ja, ja, danke schön. Ich wünsche alles, ja, Gute für die Saison. Danke dir. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, liken, Abo dalassen, falls ihr mehr sehen wollt. Und ja, vielen Dank nochmal an dich für deine Zeit. Gerne. Peace the fuck. Wir sehen uns. Ciao. Mit Kai dann später. Puh, yeah. Puh, schön.